Hallöchen, Popöchen, und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko, mit dabei habe ich die Melli, und wir spielen heute wieder Silent Hill 2. Und zwar spielen wir das wunderschöne Remake, und wir haben in der letzten Folge diese Frau gefunden. Ich glaube, sie heißt Mary oder Maria, eins von beiden ist unsere Frau. Diese ist es aber nicht, die sieht ihr sehr ähnlich. Und wir sind hier in diesem Park. Melli konnte sich jetzt nicht mehr ganz daran erinnern, weil beim letzten Mal war sie ja sehr müde. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Hier waren überall diese kopflosen Statuen und... Ich weiß nicht, ob irgendwo hier noch was rumflog. Auf jeden Fall haben wir hier nichts gefunden und sind am... Oder wir haben vielleicht auch Munition gefunden oder so, ich weiß es nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall hier am Ende die Treppe hoch. Lass mal die Klappe halten. Ich guck mal gerade, ob ich noch was finde. War da nicht irgendwas letztes Mal? Da ist da nicht irgendwas langgeschlichelt? Da war das Foto mit der 16 drauf. Aber da ist noch eine Hand vor dir auf dem Foto. 14. 14. Naja, könnte... Ja, ist ein Tisch mit einer Hand. Ja, aber dahinter ist so eine Tür. Ein Stuhl war das. Hinter dem Stuhl war da nicht eine Tür? Achso, das habe ich jetzt nicht gesehen, warte. Das können wir gleich gerne nachgucken. War das nicht ein Stuhlrahmen oben und dahinter ist eine Tür? Ne, ich würde sagen, das ist ein Stuhl komplett. Das wäre eine ganz schön weit weg kleine Tür. Ja, genau. Nee. Und das ist nämlich, glaube ich, da sag ich doch, auch die Türe auf dem zweiten Foto gewesen. Nein, das war ein Stuhl. Türe 208. Das da hinten ist nicht die Türe. Aber es passt nicht. Guck mal, die Türe ist auf der rechten Seite weiter dran als links. Nein, das ist ein Stuhl. Wie klein müsste denn die Tür sein? Das macht ja keinen Sinn. Und um die Türe von dem Perspektive, dass sie kleiner wird, zu fotografieren, musst du von oben fotografieren, damit sie kleiner wird. So wie das Bild ist, müsste die Türe größer sein. Oder wie bei Men in Black in Afrika sein. Ach ja, da war ja das Hotel, ich erinnere mich. Da, Jackson. Die will in ein Motel, die alte Drecksau. So, dann haben wir hier die Scheiben eingekloppt. Ja, ja, alles doppelt gemoppelt. Aber ich glaube, da war auch nichts, ne? Oh, wow! Du bist ein Räuber! Da war eine Ratte auf dem Boden. Wo? Da war gerade eine Ratte auf dem Boden. Ja, damit. Sag dir, warum hast du das getan? Ja, weil hier alles komisch ist. Im Übrigen habe ich eine neue wilde Theorie gehört. Das sah aus wie ein Vieh. Aber es ist ein Baum. Es ist immer noch ein Ast. Ja, mein schon. Die haben Silent Hill einer Stadt nachempfunden, die es in Amerika gibt. Und in der Stadt gab es einen Kohlebrand unter der Stadt. Und dieser Kohlebrand hat 40 Jahre stattgefunden und dann haben sich so... Den Wagenheber, benutze ihn, du brauchst die Stange. Dann haben sich so Dämpfe gebildet und deswegen mussten die Leute fliehen. Und dann sah halt durch die Brände, durch diese Hitze, die da entstanden ist, sah halt alles verrottet und vermodert aus, obwohl die Stadt gar nicht so alt war. Und deswegen haben sie das so gemacht und auch mit dem Nebel. Aber die logischere Idee oder die plausiblere Idee... Du hast mich erschrocken. Ist das tatsächlich die PlayStation, das damals nicht rendern konnte, von der Auflösung her. Da geht's nicht rein, also wir können nur durch den Wagenheber da rein. Aber dass da eine Stadt ist, Kohle, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Unter der Stadt wurde Kohle gegraben und da gab's einen Kohlebrand. Und der Kohlebrand hat aber, der war unentdeckt, 40 Jahre lang. Und der brennt jetzt wohl noch über 200 Jahre. Aber das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gab es das schon mal in einem Film oder so? Oder war das bei Silent Hill? Das weiß ich nicht. Hä? Ja. Aber wenn du die Scheibe nicht einschlagen kannst, dann weiß ich aber auch nicht. Sicherheitsglas. Nimm ruhig die offene Tür. Nee, ich wollte die Scheibe einschlagen. Ist alles vorgestellt, deswegen. Oh, was ist denn da? Aha. In Control. Ich kann hier mal das Ding von Schädel zimmern. So,
Hier war ein Tresor und da haben wir nämlich aufgehört. If anyone needs anything, ich repariere die Rohre in 107. Dann gehen wir mal gucken. Die aus? Natürlich nicht. 101. Nicht stören. Bitte nicht stören. Entschuldigung, Zimmerservice! Alter, wir hätten beim letzten Mal, wir haben da ausgemacht und hätten nur hier speichern brauchen. Alter Schwede, ehrlich, also, Melli. Alter, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Prost. Tschüssi. Oh. Hallo, darf ich mal deinen Popo sehen? Nein. Zimmerservice! Hallo? Schlüssel. Locket. Oh, Locket! Hey, nirgends wo rein. Okay, sie findet es. Sie findet es komisch, dass sie, dass der Gitter verschlossen ist. Oh! War die Lampe gerade auch an? Ja. Cozy. This room. Pass auf. Links ist auch noch eine Tür. I think we should leave. Willst du nicht rein? Oh, loosen up, James. Sure beats running around with the monster out there. Durch die kannst du nicht rein? Ein bisschen fummeln? So sure. Meine Güte. So nötig, Jung. Da ist noch was. Ja. Das war geil. Geld lade ich auf dem Nachttisch. Schon was hoch. Nein, hier unten könnte auch noch was sein. Garage. Garage. Hallo? Aha. Frag die, kannst du mich reinlassen? Warte mal, sind das nicht die Klamotten, die sie anhat? Nein. Das sind wahrscheinlich ihre. Oh, Dusche. Hast du richtig in die Badewanne geguckt? Du aber rennst, für dich guckst du doch rennst ja mal nur so vorbei. Versifft wie zu Hause. Bah! Du sitzt doch immer da drin, oder auch? Gar nicht. Boah, das hat weh, du hast genau den Knochen getroffen. Au! Oh, schick. Gute Tapete. Ich hab schon einen Reiz davor. Ist schon verdächtig, so viel Medi zu finden, ne? Wo kommt sie denn jetzt rein? Sie stöhnt sich da ein ab. Oh. I'm not really dressed for burglary. Du hast es gerade noch gesagt. Mach, was du willst. Lass mich in Ruhe. One less. 3-1 more. 8-3 less. 0-1 more. Das ist dein PIN. Das ist der Code für den Safe. 1. 1 weniger. Also 0. Also 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, not quite the ringing endorsement. Oh, but, hey, I'll take it. Versteht keiner. Ja, und jetzt? Soll ich dir helfen? Kann ich mal deinen Popo sehen? Ich mach mal die Tür auf, ja? Soll ich rausgehen oder was willst du jetzt von mir? Soll ich jetzt. Soll ich nochmal da rein? Keine Ahnung, ich geh aus dem Fenster und du ziehst dich um.
Ist er umgezogen? Oh, vor die Tür von Schädel gehämmert. Warte mal, links daneben. Kannst du da rauf aufs Dach? Nee, habe ich gerade versucht. Ging nicht. Da kommt es nicht drüber. Über das Gitter. 0451. 0451. Eins Lose. Für die Tor. Oh. Warum sieht die Tür jetzt auf? Was hast du gesagt? Warum die Tür jetzt auf ist? Ich ging sie ja noch gar nicht auf. Guck mal nach deiner Ische. Geht's dir gut? Ich hab Spritzen. Ich denke, du hast mich gerettet. Ich kann ja mal eine Spritze in den Popo haben, wenn du willst. Mein Gott, halt doch jetzt einfach deine Klappe. So am I. Jetzt weiß ich nicht, was da für ein Schlüssel war. Ist doch da nur die eine Tür. Meinst du, das ist für das Gitter oder was? Ja. Aber dann speichern wir vorsichtshalber nochmal. Vorsichtshalber, vorsichtshalber. I'm in the German. Hallo, darf ich mal deinen Purple Kid? Hier hast du ein paar Gehirne. Ich nässe ja nicht so rum. Ah ja. Super. Wir brauchen noch einen Wagenheber. Nee, du brauchst nur die Stange dafür. Der Wagenheber liegt unterm Tor. Again. Ja. Guck mal, ein Loch. Spring rein. Hansi würde jetzt sagen, komm, Baustelle, Jula. Aha, hallo? Oh. So voll falsch aus. Villa Baldwin. Ist das die Villa von Alec Baldwin? Bestimmt, der wohnt in Silent Hill. Die geht nicht auf, hier liegt was. Guck rein. Aha, schon wieder so ein komischer Punkt. Eine Flasche? Sherry steht da drauf oder so, ne? Ich kann da nicht ranzoomen. Steht da nicht. Anna? Ne, der. Danny? Ja, irgendwie, ja, hatte ich auch Danny gelesen. Warum bleibt die draußen? Habe ich mich auch gerade gefragt. Warum bleibt die draußen? Vor allen Dingen der von seiner Villa, der hat ja gut abgesichert, ne? Hast du gesehen? Mauer mit Stacheldraht oben drauf und so? Ja, es ist einfach... This place just gives me the creeps. I'm not sure why. You ever been inside? I'm not sure. It does feel familiar somehow. Like a bad memory. It's nothing, really. Komm mal weiter, ja? Genug geflammt. So, einmal checken. Linksrum Sackgasse mit Würfel. Achso, das ist die Sackgasse, wo wir vorher waren, auf der anderen Seite jetzt aber. Ah ja. Gehen wir trotzdem erstmal gucken. Loch. Ah ja, okay. So, Cut Street, Monsoon Street oder Cut Street geht da unten auch nochmal weiter. Ja komm, gehen wir erst hier runter links. Also, ist nicht so weit mit links. That's a long time. What will you tell her if when you find her? That I love her. Oh, then lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, that's a long time. Ach, na, man kann schon. Long live the Queen! Kannst du nicht mal da die Pakete aufmachen? Klar. Bin von Amazon. Sagen wir bis zur UPS, so holst gerade die Pakete ab. Jetzt bin ich aus Protest schon von Hermes. So.
Gibt's das auch in Amerika? Oh, hä? Ja, da waren da die Zoos. Kindergitter vor. Reicht ja für dich. Stecke fest. Hallo! Ist hier jemand? Ja, nur ein bisschen Bum-Bum. Hast du nicht mal in der Tür geguckt? Achso, ob die aufgeht, meinst du? Hast du recht, aber die sehen alle so komisch aus. Da hast du aber keine Klinke mehr dran von außen, ne? Ne. Komisch. Die sind auch alle so komisch nicht eingezeichnet hier. Also, der zeichnet auch nicht ein, ob ich die Tür öffnen kann oder so. Siehst du? Aber also, dahinter läuft irgendwas. Ja, oder ist das Ding hier? Ne, ist auch was dahinter. Kompressor? Der Wagen. Ah, tatsächlich. Ist da jemand im Tuch? Wo? Daneben, auf dem Beifahrersitz. Mit einem Tuch über dem Gesicht. Aber sieht aus wie so ein Tuch. Der qualmt auf jeden Fall ganz schön. Also falls sich da jemand umbringen wollte, habe ich jetzt auf jeden Fall die Scheibe eingeschossen, damit da kein Qualm drin bleibt. Hast du mal die Scheibe getroffen? Natürlich hat doch geklört, Alter. Hallo, den Weg wollte da jemand machen. Hier? Ja, es scheint schon ausgehärtet zu sein, guck. Aha. Gute Szene, gut Szene. Strange. Dafür, dass du nur das Auto kaputt gemacht hast? This should not be here. Well, it is. So, what now? Now we look for another way. Ich finde allgemein, dass sie sehr komisch sich verhalten, ne? Jetzt kommt das Auto, pass auf. Findet man das nicht komisch, dass hier alles so komisch ist? Oh, Zombie. Na klar. Na, jetzt gehst du rein und machst und die können zu. Auch nicht da durchspucken. Kotzen. Oh! Mein Knüppel! Da ist dein Wagenheber. Stay close. Na, das geht natürlich, aber durchhauen kann ich nicht. Ein bisschen hier reinreden, das ist jetzt sehr laut. Ich denke, da kommt jetzt noch einiges und zum Schluss wird dein Knüppel sich auflösen. Komm, wir kotzen gleich. Oh. Ich sehe jetzt um die keine Sorgen, die kommen später. Hä? Die kommen später. Da ist auch vielleicht noch einer links, glaube ich. Ich muss leider mal einen Kopf rausnehmen, das höre ich nicht. Ja. Ich bin so laut. Muni, links, Muni. Ist die Frau in Ruhe? Steht da wie versteinert. Bisschen, ja. Kannst du da hinten nicht noch lang? Ich kann ja einmal so rumgehen und gucken. Würde ich an deiner Stelle auch.
2. Einen schieße ich weg. Dann gehe ich aber nochmal zurückgeben. Hallo, darf ich mal deinen Popo sehen? Wo bin ich denn hergekommen? Ja, da links. Da links. Nee, da bist du nicht lang gekommen. Das ist von da. Da, genau. Kannst du ganz stopp mal rechts, war da noch Muni? Da komme ich nicht dran. Da an der. Nee, okay. Alles gut. Da könnte ich schnell drin, aber ich konnte ja hier vorne noch links gehen, deswegen gehe ich da auf jeden Fall einmal gucken. Hier. Auto? Oh, Post. Sie haben Post. Schade. Nur ein bisschen. Deswegen gehen wir zurück, Freunde, deswegen. Tor sah so komisch aus. Guck mal, ich die Alte. Ist schon, reicht. Im Regal links. Wäre ich 5 Meter weiter gelaufen, hätte ich die vorher gesehen. Von hier aus aber. Weil hier standen wir gerade. Genau hier. Ich hätte nur einmal rumgehen müssen. Ein Scheiß. Aber da vorne war noch was, ne? Da war ja noch ein Durchgang hier. Kannst du da, ja, ich würde gerade sagen, kannst du da nicht auch drüber? Das sah aus wie so eine. Gucken wir gleich, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Da kriegt einer. Ah! Ja. Schiebe ich dich ab, du blöde Kuh. Und da ist noch der andere. Genau. Wo denn? Unten. Hilfe! Von hinten einfach. Das ist auch fies, ne? Also. Oh, ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Runde Tischtennis? Von mir aus. Ein paar Bälle schlagen? Das letzte Mal, als du das hier gesagt hast, hast du mir auf Eier gehauen. Dir hat's gefallen. Bis zum Fenster bist du gar nicht gegangen, ne? Hä? Bis zum Fenster bist du gar nicht gegangen. Welches Fenster? Das Fenster. Hab ja schon da Sachen vor. Also wir können da raus und können dann da gucken, ob da noch was ist. Wer ist hier?
Hier ist zu, okay. Schon wieder Tischtennis. Scheinbar Tischtennis zu spielen. Sieht hier, wo wir gerade rausgekommen wären. Warten. Aha. Ja, lass erstmal. Geh erstmal da oben kurz gucken. Junge, der Knüppel hat besser zugehauen als das Ding hier. Gefühl. Okay. Was wolltest du sagen? Alles gut, alles gut. Oh, guck mal. Schon wieder, du Drecksau. Bäh. Hör mal, seid ihr irgendwie doof oder so? Auf die Spenk gleich. Reicht. Ist erst genug, wenn ich sage, das ist genug. Und sonst liegt hier nichts. Das hat mich nur viel Leben und viel Money gekostet, hier hinzurennen. Aber sie schaut irgendwo durch. Er hat da irgendwas gesehen wahrscheinlich. Hm. Willst du da oben noch beim Haus gucken? Okay. Ich nicht. Aber du warst ja jetzt gar nicht bei der Straße bis zum Ende gucken, oder? Doch, alles durch. Einmal da komplett dieses Gebiet durch. Jetzt sind wir auf der Randall Street neben dem Heaven's Knight. Da brauchen wir gar nicht hochgehen, da ist nix. Na komm, bringt ja alles nix. Aber das Gitter ist auch nicht aufgegangen mit dem Auto. Doch, da nimmt er ja durch. Wir haben noch die Brechstange aus dem Auto geholt da. Die... Und du musst auch noch die Tür da öffnen mit dem Wagen hier. Ja, ja, da kommen wir ja nachher wieder hin. Aber das ist doch ihr Tattoo. Der Schmetterling da. Schon sehr auffällig, oder? Wenn dann nur ich. Das war der Tag, an dem wir gestorben sind. Das sah auch so ein bisschen danach aus, so wie sie die Tür gestreift hat. Also sie kennt sich da ja sehr gut aus. Hör auf, das immer zu machen! Also jetzt woanders hin. Oh, eine Kneipe! Guck mal, Bierpongbecher. So. Ja, habt ihr mitgekriegt? Julchen war gerade wach. Und wir sind jetzt bei 29 Minuten. Also wir sind jetzt im Heaven's Inn, so genannt das Ding. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitergehen, dürft ihr ein bisschen Support da lassen, denn Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Silent Hill 2. Tschüss! Mecco sitzt am Bildschirm, der Kaffee ist bereit. Es streamt auf Twitch, für die Leute ist soweit. Minecraft-Welten, die er baut im Nu. Creeper hinter ihm, doch er bleibt cool dazu. Mecco der Gamer, in der Pixelwelt zu Haus. Auf YouTube und auf Twitch geht die Party niemals aus. Mit Patronen.